Keine Sorge, ich wusste das auch nicht. Und Sejuani ist seit 2 Seasons mein Most Played Champs auf der Hoplane. Okay, das ist dein Most Played seit 2 Jahren. Und du wusstest das nicht. Das ist peinlicher als bei mir. Ich spiele Sejuani seit 2 Monaten oder so. Das ist peinlicher. What the fuck? Das ist schon wild. Schon wild insgesamt. Auch bei mir ist es nicht gut. Bei mir ist es auch nicht gerade deswegen besser. Bedeutet im Prinzip, dass die Range-Ult into Combo besser ist als Combo into Ult? Das ist nicht richtig, kommt auf an, was du erreichen möchtest. Als Engage-Ult ist dann Range-Ult auf jeden Fall besser. Du stunst länger und hittest alle mit dem AOE-Slow. Aber die Combo into Ult macht mehr Schaden, weil du kannst ja wie gesagt E into Ult machen, aber nicht Ult into E. Mit anderen Worten, wenn du mit der Ranged Ult anfängst, kannst du danach den Gegner nicht mehr mit deinem E betäuben. Also, kommt davon, was du erreichen möchtest. Schaden oder Crowd Control? The Warriors. Run away. So, wir haben Cassadonia gebannt und sind Midlane Autofeld. Kommt selten vor, muss man genießen. Am liebsten würde ich hier entweder Viktor spielen oder Vladimir, denke ich. Oh mein Gott, Ciri Yuumi. Ich fand Ciri so useless, als ich selbst gespielt habe, aber ich war auch schlecht auf dem Champion. Ich hatte auch keine Yuumi. Beides schlecht in Tusillian. Du findest Vladimir schlecht in Tusillian und Viktor schlecht in Tusillian? Ich finde beide komplett fein in Tusillian. Klingt also. Klingt komplett fein. Wir werden ein Problem haben, Ciri zu killen, though. Wir müssen jetzt ja, also wir sollten einfach mit Deep gehen können. Wir sollten hier nicht Reichweite spielen, oder? Playing with fire. Der Kombo ist gerade um einiges schlechter geworden mit Yone, Jarvan, um für Ciri zu spielen zumindest. Keep laughing. Wird schon, ne? Wird wild. Mal kurz auf Toilette zu Jets und dann spielen wir hier die Runde. Hoffentlich kriegen wir genug Heilungen durch. Machen wir alle crazy Heilungen. Kane rast. Duraka, Aatrox, Vladimir, bruh. Anti-Heal. Bis gleich. Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Oh, die gehen Mitte. Haben sich einfach Stacks am Turm geholt.
Chris nicht da war. There is a monster in all of us. There is a monster in all of us. Jetzt haben wir den Turmautotech, Diumi ist beinahe gestorben. Habt ihr nicht gesehen, aber ich schon. So. Das Schlechte an meinem Champ ist wahrscheinlich, ich flash rein. Und ich kann jemanden killen. Gegen Seelen Ult. Aber ich mach so viel AOE-Damage, sollte fein sein. Wenn trotzdem sehr auf Facewash angewiesen sein, ne? Wir brauchen unbedingt die Slow-Resistenz gegen Seelen. Ist es vielleicht sogar. Ne, es ist trotzdem ein Sox-Game natürlich. Ich bin die einzige AP-Quelle. Womit isst du am liebsten Brot? Mit nichts. Ich esse nicht wirklich gerne Brot. Wenn ich müsste, mit Käse. Aber ich esse nicht gerne Brot. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Brot in Korea gegessen und da war es echt disgusting, weil die machen halt alles irgendwelche Süßungsmittel ran. Actually, ich habe theoretisch Naan gegessen, also indisches Brot. Wenn das zählt. Knoblauch-Naan ist sehr lecker. Oh, ein Mini gemisst. So much blood waiting for purpose. Der Camel wurde einfach von Kane gebodyblockt. Wir sehen jetzt wissen sollte, dass er da war. Wild. Wir haben jetzt gerade 3 Minions gemisst, absolut tragic. Absolut tragic. Dass wir nur einen mit dem Behind, wir hätten besser lasten müssen. Fuck. Ursprünglich habe ich gedacht, er würde nur für Mana Flow Stack spielen, aber er cubt mich einfach auf Cooldown. Ich ist ja nicht so, als ob ich rausrest werden könnte. Im Early Game von einem Seelen. Später, sure, aber jetzt. Der Mann, er will einfach demnächst Recon. Cannon Wave dematerialisieren und dann resetten. Aber für die Javan-Seite da oben. Der gerade einen Gank durchführt. Also, wie Spam pinkt for all life. Oh nice, er kommt mit nichts zurück. Waffe Team. Eigentlich sind wir jetzt dran zu roamen, aber wir sind ja sehr gut dabei da unten leider. Einfach der Q nicht T drücken. What? Auch noch ab. Interesting. Ja, schon alle Demon-Stacks raus, also. Relativ chillig. Kann ich auch von jedem Minion zu missen gerade? What the fuck? Mensch. Go Team! Oh, das ist so gut. Kann er spielen, kann er spielen. Wir sollten gleich mal für Sustain einfach ulten. Pushen die Wave und ulten einfach für Sustain. Ja, der bereits wie Kotipi, das ist nicht schlecht.
dann vielleicht noch Javok Katri gleich mit den Gang kommt. Sieht ganz okay aus soweit. Javok Katri ist wieder Toplane. Er wird unheimlich gerne für Finish resetten, aber ich meine, er wird mich jetzt so lange, wie er kann Lane halten, während er mit Item Vorteil spielt. Everybody wants to be my enemy. Okay, sieht aus, als würde er gleich Buff kriegen hier. I shall leave this place in ruin. Academy würde ich gerne recallen. Wird auch resettet sein und zur Lane zurücksprinten, der Serien. Einen sehr starken Reset mit sehr viel AP bekommen. Und jetzt bereits 23 Ability Haste. Der Togo. Und steigen gleich weiter an, sobald wir Level 8 und 10 und so erreichen. Werden wir weiter scannen. Geil. Bear the Sympathy. Ja, ein bisschen XP gemisst, vielleicht zu Sillen, aber er hat halt dafür TP'd. Das TP gibt ihm jetzt ein bisschen Gold und XP und mir geht später Ghost einfach so viel Value, also. Das in Ordnung. Nur farmen und chillen, honestly. Und scalen. Was Antil tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Natürlich nachvollziehbar, ich meine, es ist fucking Rast, Aatrox, Soraka, Vladimir. Wenn du kein Antil gekauft hättest. Als Gegner dann. Good night. Ja, Boots sind mir sehr gut schon, um vor den Bomben besser wegrennen zu können. Dass sie mir nicht auf den Kopf gedroppt werden jedes einzelne Mal. Wir sehen es auf jeden Fall jetzt ein Level vor mir, sobald er jemandem ein Level abgibt. Das ist nochmal seine Passive. Okay, dann machen wir gerade den Drachen. Noch hat er sehen, niemandem XP gegeben, also bin ich komplett fein. Ich will nicht wirklich um was. Ich bin lieber Botan Soraka. Was bringst du mir her? Ich schaffe nur XP. Problem macht sehr nice im Progress gegen Yone. 40 CS Lead. Beim Herald, also. Ich würde gerne den ersten Drachen haben, die Gegner. Ich habe mit Soraka invaded. Soraka, bitte geh einfach weg. Aber ich will dich hier nicht haben. Es ist natürlich gut für mich, wenn du da bist. Ich bin eh schon XP behind. Sobald den Passer zum Einsatz kommt. Hank. Aber geh doch Botlane! Und Toplane sterben wir auch noch. Ich kann nicht pushen und Zeit eingehen, das ist fucking bad. Noch mehr XP mit der Scheren. Warum kann sie nicht Botlane sein? Verstehe ich nicht. Warum kann sie nicht unter dem Turm chillen? Ah, ist ja den Camino gemisst, super. Was verstehe ich nicht daran, dass sie nicht einfach Botlane unter dem Turm mit Zwiebel stehen kann und fertig? Warum kann sie nicht Botlane sein? Er hat gerade so gut Mana für Ult, right? Ich
Nur auch damit. Dann ist 160, 150 Mana, ne? Was das nicht geht, das ist ja einfach nur sad. Was blaut. Brauche noch, das ist einfach eine Wave Potion fertig. Und wir haben leider keinen Eclipse Cane gebaut, das ist bad. Ich finde immer Goldrinker so used ist auf Cane, aber. Also es ist used im Sinne von Damage. Heilung ist natürlich gut, aber Damage ist nicht gut. Okay, wenn er seine Stacks kriegt, ist in Ordnung. Vielleicht kannst du mich sehen. Warum war der Herald nicht aus jetzt? Wenn ist Herald? Danse, danse. 52, okay. Ja, jetzt sind wir jetzt in einem richtig guten Spot. Wir haben Powerspike fertig. Game ist recht ruhig. Warte mir mittlerweile mit sehr viel Ability Haste. Mich chillig. Der Fakt, dass wir keine Sums haben, soll eigentlich bedeuten, dass ich nicht sage, dass ich spielen soll. Wenn der Jarvan Ult kommt, bin ich einfach tot. Vor allem, weil ja Jarvan auch mich mit Yumi begleiten, angehen wird. Nicht allein. Der Herald ist absolut scheiße. Einfach so mitten im River gespawnt, wo einfach geklärt wird. Like, what the fuck? Aha. One, ja, du sagst, wir haben Zeit, aber... Hatten wohl keine Zeit, den Herald zu spawnen, ha? Huh? Ach, Mann. Na, top, dann wird gesolo killt, aber 50 CS er hat das. Wird ein hartes, aber wir scannen und wir fahren 0-0 Midlane zu 0-0 Midlane. Can win. Ich hab mich einfach cockblockt. Nicht ernsthaft. Raus. Ey. Hätte ghosten sollen, um die Blaskammer rumzukommen, ha? Huh? Da kommt er selbst nicht zum Play dazu, aber sucht ihn nicht. Er wollte nur mich abhalten. Jetzt wird die Ciri mit reinkommen. Dann haben wir deine Arthros auch Goldwinker gekauft. Das ist so bad gegen deren Draft. Bei Goldwinkers. Okay. Warum hat er jetzt den Klee genommen? What the fuck? Okay. I guess Vladimir braucht das Gold nicht. Und auch nicht den zweiten Darkseid Stack. Ärgerlich. Wir haben dann jetzt die richtige Kane-Form. Das ist schon mal was Gutes. Oh, mein, sein Bild ist. Wait, die ist tot. Ist er denn jetzt noch Exhaust? Nice. Warum lässt er sich von einem Arthrox knock-upen? Ich hab halt 4 Knock-ups. Wie kannst du in seinem Face stehen als Yumi? Wie geht das überhaupt? Wichtig ist E-Flash.
hoffe, dass sie nicht dumm, also nur, dass sie weiterhin dumm bleiben und nicht weitere Anti hier kaufen. Mal sehen, baut er schon seinen Purifier gleich aus. Können wir auch Majors gehen? Oh, Mettung zu kriegen, ist so insane. Fucking geil. Ah, oh, ich bin nicht tot. Ja, also, ne? Ah, die Yumi hat sich wieder canceln lassen. Ich liebe die. Ich liebe die Yumi. Ja, sie sieht Aatrox, ihre Reaktion ist erstmal aus jemandem rausgehen. Like. Einfach geil. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne Boots kaufen, aber ich habe immer diese Resets für Large Rods, die habe ich schon ganz gerne. Between love and hate and I don't mind. Ja, wir sollten schon Jarvan und Yumi respekten. Obwohl Jarvan null Damage. Der Jarvan hat ja gar kein Damage. Zane hat nur Anti-Heal. So geht es auch noch Anti-Heal. Ich meine, wir sind. Es ergibt schon Sinn gegen unsere Champs, aber die haben erstmal wenig. Erst bin ich Damage. Den Großteil des Games nämlich an. As I look the other way. Aber jetzt konnte der See noch absolut gar nichts gegen mich machen und ich durfte einfach for free scalen. Something's just about to break. Das ist nicht gut. Ich hab fast Death Cap in Base, also. Das sieht nicht gut von mir aus gerade. Nice. Er wurde exhausted, hat dann kein Damage gemacht, weil ich weggelaufen bin von seiner Standarte, was Bad Ones hätte mit Jarvan straight killen können. Wir haben einen sehr guten CS und fahren einfach weiter, würde ich sagen, fürs gesamte Game. Wir können auch Majors gehen und brauchen erstmal noch Sorgs eigentlich, aber. Weil ich habe 3000 Leben mit 2 Items. Und sehr geil. Wir geben halt auch eine Menge Leben und AP. In 7 Stacks, nicht schlecht. Könnt euch Majors gehen. Bin echt langsam auf der Map, Mann. Lass doch starten zusammen. Lieber Kane. Wir haben sogar noch genug Zeit gekauft, die Boys hier hinten. Na ja, gut. Boah, wir haben beide Flash, Mann. Oh, ich hab nicht W gedrückt. Ich hoffe dafür, aber wert von mir. Gut, dass ich kein Majors hatte. Was
so fetter Shutdown für die Gegner ohne Grund. Ich hätte einfach auch Ciri oder Seen finishen sollen. Nicht versuchen, beide zu killen, wahrscheinlich. Bad von mir. Was macht die Soraka da? Baiten? Die Stacks können uns doch alle killen hier, ne? Es sind noch Ciri, Yumi. Blop. Oh. Okay, alles. Oh, diesmal wurde sie nicht gehittet, aber ihr erster Instinkt war wieder einfach rausgehen. Arthos macht zweite Q, die AOE-Q, die am leichtesten Leute trifft. Sie geht erstmal raus. Sie ist fucking wild, die Yumi, Mann. Und da kennst du. Yumi ist wirklich fucking wild. Das macht sie einfach jedes Mal. Das ist einfach geil. Eine Menge AP verloren. Und 7 auf 3 Stacks. Ein Assist bekommen für den Yon. Haben nicht gut W gedrückt, leider. My bad. Hätte mir auf die Bomben achten sollen. Ich habe nur auf Yons Q geachtet und wurde von den Bomben hops genommen. Auch sehr passend, dass zu allen unseren Champions noch eine Ocean Soul kommt. Halt wirklich sehr, sehr passend. Fucking love it. Warum ist der Blue weg? Wer hat wann Blue Buff gesteht, by the way? Vom Enemy Team? Wann? Und wer? Hä? Fucking insane. Wann hat sich das ereignet? Danke dir. Hi, I'm Ace. Vielen Dank von der Zeit, Mann. Willkommen. Danke dir, Mann. Nur Q drücken eigentlich. Meine Empowered Heilung. Kein Minion unbedingt besonders haben für Girls, einfach nur für die Heilung. In einem der Bergkurze. Vielen Dank von der Zeit an. Willkommen. Danke dir. Wir können auf Arthos Push warten, aber wir können auch einfach jeden Fight nehmen. Das war diesmal ein schönes Weh. Haben dann wir alles gedodged, was zu dodgen gab und haben den Fight gecarried. Mega nice. Nice Face-Switch auf Jarvan zu pocken mit dem Auto-Attack am Ende. Und dann kommen wir los mit Ghost. Das war echt erotisch. Wir haben immer noch Ghost für... Okay, da ist der F-Foot. Wir hatten immer noch Ghost für so ein halbes Jahr. Nice, GG. Ja, war ein wildes Game von der Yumi aus. Mittlerweile war nur AFK-Farm, aber mit den AFK-Farm ist so viel mehr enjoyable als Top-Lane AFK-Farm, weil man da trotzdem was machen kann. Wenn wir den letzten Fight nochmal sehen, eigentlich. Actually, lass mal unseren Tod angucken und unseren Death. Und unseren guten Play. Wenn nur ein Death diese Runde. Hier, ich habe einfach nicht auf die Double-Bombe geachtet. Ich habe nur auf Yones dritte Q geguckt und wurde einfach Double-Bombt. Und dann bin ich gedritte Q natürlich easy von Yone, ohne reagieren zu können. Bad von mir, aber relativ straightforward. Einfach hätte ich besser auf alles achten sollen. Mein Fehler. Dann hier, wir procken. Dann Jarvan geht rein mit Yone, Yumi. Wir machen EQ Auto-Attack auf Jarvan, während er wegfliegt. Mit der EQ Combo fliegt der Auto-Attack hinterher. Wir procken Face Rush und deswegen kommen wir in Reichweite für alle. Haben dann eine schöne 3x0 und können den Fight recht easy spielen. Relativ straightforward. Ja, wie lange Ghost einfach reset ist ja absolut insane. Wenn wir dann Ghost noch ready haben. Dann ist auch, dass er sich hielt, egal, weil guck mal, mein E hier macht an zwei Leuten, an wie vielen Leuten? Mein E-Explosion hier? Das ist meine E-Explosion für 728, 61 und 681, also ist an drei Mann sehr viel Damage. Yumi ist natürlich nicht getroffen. Und jetzt ziehe ich mich von zwei Chapits hoch, wieder Yumi leider nicht getroffen, von den beiden und von Zillen hier hinten. Und der Damage ist erst danach, das heißt, auch wenn Zillen hier eine Person wiederbeleben kann, in dem Fall Jarvan, hinten der Dude wird von der Ult getroffen, er wird von der Ult gechunkt und Zillen selbst dann auch. Nochmal 500 irgendwas, das ist schon nice. Sehr, sehr nice. Auch gegen Zillen. Hat sich sehr früh angefühlt, honestly, Landing Phase. Einfach nur farmen und warten. Dann scale ich ihn halt relativ gut, wenn ich beide Summoners abhabe. Wenn ich nicht beide Summoners abhabe, dann scale ich ihn noch nicht. Dann ist er schon stark, denke ich, auch im Teamfight. Aber er hat halt nicht diesen X-Faktor, den Vladimir hat. An irgendeinem Punkt kann ich halt reinflashen und einen Teamfight gewinnen. Und er kann halt eine Person